Stollenstrolche, Deutschlands tollste Kindertore. Hey, grüß euch, da sind wir wieder, die Stollenstrolche, Deutschlands tollste Kindertore, diesmal für den Monat Mai 2014. Und die 6- bis 12-Jährigen haben wieder unglaubliche Treffer erzielt. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und ganz wichtig, das Ganze ist dann auch hochgeladen worden unter stollenstrolche.de. Und was soll ich sagen, es sind wieder sensationelle Treffer dabei. Hier sind die 5 Vorschläge für den Monat Mai. Vorschlag Nummer 1. Kimi Merck vom 1. FC Kaiserslautern in den roten Trikots. E-Junior mit der Bande, Doppelpass und dann der Lupfer, das ist überragend gemacht. Ganz viel Gefühl im Schlappen, der 9-Jährige. Vorschlag Nummer 2, internationale Partie der F-Junioren von Mainz gegen KV Mechelen aus Belgien. Das ist Nelson Viper mit einem super Ding ins lange Eck. Traumhafte Schusshaltung, ein super Tor. Vorschlag Nummer 2. Vorschlag Nummer 3, die F-Junioren des MTV Braunschweig gegen den Lehndorfer TSV. Balleroberung von Sean Arobike und der geht. Und was ist das denn? Was ist das denn? Der Lupfer und macht er das Ding auch noch? Yo, Keeper kann das Ding nicht halten, aber dieser Lupfervorher vom 8-jährigen Sean Arobike. Wie frech ist das denn? Vorschlag Nummer 4, die F-Junioren vom SV Polle gegen den Haselünner SV. Und wer lauert denn da am langen Pfosten, der 7-Jährige? Felix Grossmann, Kopf größer als ein Spiegelei, aber er macht die Bude. Vorschlag Nummer 5, die SGM Fischbach-Schnetzenhausen gegen die SV Horgenzell, die G-Junioren. Jetzt kommt gleich der 6-Jährige Michel Morgenbesser mit einer Bogenlampe. Auch mit 6 kannst du schon die Sterne vom Himmel schießen. Wahnsinn! Vorschlag Nummer 5. Vorschlag Nummer 1, der 9-Jährige Kimi Merck vom 1. FC Kaiserslautern mit der Bande und dann ganz viel Gefühl im Fußgelenk. Vorschlag Nummer 2, 9 Jahre alt Nelson Viper von Mainz 05 mit einem super Ding ins lange Eck. Vorschlag Nummer 3 vom MTV Braunschweig, der freche Lupfkönig Sean Arobike, 8 Jahre jung. Vorschlag Nummer 4, der 7-jährige Felix Grossmann vom SV Polle, der genau weiß, wo ein guter Kopfballspieler zu stehen hat. Vorschlag Nummer 5, Michael Morgenbesser von der SGM Fischbach-Schnetzenhausen. Mit 6, ja, mit 6 kann man schon so hoch schießen. Absolut nicht zu viel versprochen. Was sind das wieder für Tore, für freche Dinger? Und jetzt seid ihr dran. Registriert euch unter stollenstrolche.de und dann heißt es voten, voten, voten für euren Favoriten. Das Ganze funktioniert vom 2. bis zum 9. Juni und der Sieger bekommt Preise im Wert von 1.000 Euro. Die Aktion läuft natürlich weiter, auch im kommenden Monat, also im Juni. Das bedeutet für euch in erster Linie mal wieder richtig feine Törchen erzielen und aufpassen, dass das Ganze hier bei uns hochgeladen wird unter stollenstrolche.de. Und dann seid ihr vielleicht der nächste Stollenstrolch des Monats. Ich jedenfalls drücke euch die Daumen. Stollenstrolche, Deutschlands tollste Kindertore.